Hallo. Sein Name war Gerald von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Strieke. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder. Zum Einsatz. Mein Profi auf sein Gebiet. Ja, die Strieger. Thank you.
schönes Silberschwert. Laut und brüllen, Wettbewerb beginnt. Schönen Morgen am nächsten Tag. So, man muss eine Nacht mit einer Striege allein verbringen, um sie von dem Fluch zu heilen. Mal sehen, ob es geklappt hat. Und? Geklappt. Ja, Geralt, gut gemacht. Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Damit willkommen zu Let's Play Witcher 1. Ich bin KöhlerLP und ich werde dieses Spiel Let's Playen. Ein wunderschönes Rollenspiel aus dem Jahr 2000. Wenn ich mich verschätze, 8 oder 9. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ist ja jetzt, tut jetzt auch nicht so viel zur Sache. Ich habe dieses Spiel schon mal gespielt. Nicht vor allzu langer Zeit. Durchgespielt, habe ich mir gedacht, naja, will ich es doch gleich nochmal spielen, habe ich gedacht, das kann man ja auch gleich mal aufnehmen. Wer dieses Spiel, wem mein Let's Play-Stil zum Beispiel nicht gefällt, der kann auch gern das Let's Play von Valdis 348x angucken, der hat dieses Spiel auch Let's Played. Kann ich nur empfehlen. Aber ich würde mal sagen, ich tue jetzt noch nicht ein neues Spiel machen. Das mache ich erst in der nächsten Aufnahme. Ich muss noch ganz kurz gucken, ob meine Option alles da ist. Untertitel? Ja, ja. Nee, wollen wir nicht. Cool. Ja, machen wir mal. Aha. Na, das kann man lassen. Ba. Gut. Gut, so alles. Mal sehen. Gut. Die Musik lautstark muss man annehmen. So, und ich würde sagen. Mal sehen. Gut. Was man zu dem Spiel vielleicht noch sagen kann. Es spielt in einer Fantasy-Welt und wir sind der Hexer Geralt von Riva. So, genaueres will ich aber nicht verraten, das ist das erst demnächst. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss.